Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger. Gut, Rüdiger. Liebe Haterschaft, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zum nächsten Lustlord-Video. Lustlord 1510, Folge 3. Ich habe ein Thumbnail für euch vorbereitet, mit einem fröhlichen Pink an einer gewissen Stelle. Ich habe versucht, die KI davon zu überzeugen, Rainer in einem Tanga darzustellen. Die KI wollte das nicht. Vielleicht ist die KI da auch ein bisschen vernünftiger, als ich jetzt manchmal bin. Egal. Wir gehen rein. Reini, du sahst früher als Babyface Reini gar nicht so schlimm aus, wie du es später mal, ja, wie du später aussehen wirst. Das ist nämlich dann wirklich unangenehm. Und wie sieht's denn bei dir aus? Du sitzt auf deinem damaligen Zarensofa, nein, du sitzt daneben, das Zarensofa unterm Fenster, das Fenster ist geöffnet, man sieht aus irgendeinem Grund auch das geöffnete Fenster. Es ist eine etwas skurrile Kamerasperspektive. Hinter dem Fenster sieht man deine ganzen Zettel an der Wand und Postkarten und was da alles hängt. Wahrscheinlich auch noch Passwörter und ähnliches. Hinter deinem Kopf sind deine Poster, dominiert von irgendwelchen Drachen. Hauptsächlich Drachen. Teilweise sind es auch, glaube ich, Bands, irgendwelche Poster von denen. Nackte Mädchen kann ich noch nicht erkennen. Vielleicht liegt es auch nur an der Perspektive. Wenn die Kamera jetzt leicht nach links schwenkt, würde das vielleicht auch kommen. Gut, dass es hier zumindest nicht eingeblendet ist. Rechts sehen wir eine Kamerahalterung oder irgendwas. So ein Ständer dafür. Und links hinter seinem Rücken steht noch eine Wasserflasche. Hinter mir, von mir verdeckt, sieht man auch noch allen möglichen Krempel auf einem kleinen Beistelltischchen stehen. Es ist halt typisch Reini. Der ganze Bau wird mit irgendwas zugetempelt. Es darf keine freien Flächen geben auf irgendwelchen Tischen. So ist das halt im Hause Winkler. Ich würde sagen, wir gehen rein. Reini, begrüß uns mal schön. So. Ja, dann nicht. Es gibt da Standard so in Videos. Das muss erstmal reichen. Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Metal Reini, es gibt doch noch eine Begrüßung, aber du wirkst irgendwie abgelenkt. Möchtest du dich nicht irgendwie mal deinen Zuschauern widmen, so ein bisschen in unsere Richtung gucken? Bist du etwa nicht vorbereitet? Check. Lustlord 1510. Ich habe heute wieder mal ein paar Fragen für euch rausgesucht, möchte diese Fragen für euch beantworten. Ich möchte nicht wissen, ob ich diese Antworten hören will, weil ich glaube nicht, dass das angenehm wird. Es wird, ja, wie immer. Und möchte dann gleich mal schauen, was hier dabei so rauskommt. Zunächst mal, bevor wir mit den Fragen anfangen, ich habe vor kurzer Zeit schon mal das Ganze mit Hashtag Lustler 1510 gemacht. Da habe ich das ganze Format in. Es war tatsächlich in den Twitter-Trends und zwar auf Platz 2, Platz 3, Platz 5 und Platz 6. Herzlichen Glückwunsch, Reini. Und was war das für ein komischer Schnitt gerade? Das waren tatsächlich noch die Zeiten, in denen du geschnitten hast, aber irgendwie hast du einen Satz rausgeschnitten. Es war nicht gerade elegant gelöst und irgendwie fehlt auch ein Stück Inhalt. So, und Platz 6. Das ist halt einfach unglaublich krass, wenn man tatsächlich bedenkt, dass es halt wirklich ein Format ist und wirklich eine Sache ist, die eigentlich nicht so groß aufgezogen werden sollte. Es sollte eigentlich bloß ein kleines Nebenbei-Format auf meinem Kanal sein. Tatsächlich. Ja, Reini, das Problem dürfte hierbei sein, dass die Leute das nicht so ganz ernst nehmen. Sie sehen da halt eine Jungfrau, die vom, ja, von dem erzählt, was die Vögel so gerne machen. Und das halt auch besser als du. Wenn ich das übersehe, dieser rasierte Reini, das hat dir noch nie so wirklich gestanden. Dein Unterkeifer, man erkennt einfach sehr gut, wie er nach vorne ragt, in den Raum hinein. Eigentlich ist es aber so, dass jetzt wirklich mein Kanal auch ein bisschen mehr boomt. Mein Vlog-Kanal hat jetzt tatsächlich einen Schub von über 1400 Abonnenten gemacht, über Nacht. Das war unglaublich krass. Ich wurde auch von jemandem erwähnt, muss aber sagen, ich kenne die Person gar nicht. Ja, schön. Aber dein Problem mit deinen Gesichtsspastiken hattest du anscheinend früher schon. Die schlagen nämlich wieder voll aus. Reini, 6.000, über 1.000 neue Follower in einer Nacht, da sollte man vielleicht mal misstrauisch werden.
Vielleicht hat da irgendjemand Bots gekauft, um dir einen kleinen Schub zu geben, damit du das Ganze noch mehr auslebst, damit du einfach am Ende noch tiefer fällst. Tut mir leid. Kann dazu also nichts Genaues sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt, keine Ahnung. Man kann sowas ja auch noch nicht nachgucken. Ob irgendwo wirst du es ja gelesen haben, wer das war, und man könnte mal einfach ins Video reinschauen. Vielleicht kommt da ja irgendwas. Bin mir aber ziemlich sicher, dass er darauf auch reacted hat, das Ganze erwähnt hat. Und ob er das positiv gesehen hat, bezweifle ich mal. So, die erste Frage heute kommt von Toni. Würdest du deine Prostata mit einem belgischen Spargel massieren, wenn du deine Prostata-Massagegerät, wenn du dein Prostata-Massagegerät nicht mehr finden könntest? Ach, habe ich nicht ein tolles Talent an wunderschönen Frames anzuhalten? Besser geht's doch kaum noch, oder? Was für ein Gesichtsausdruck. Was für eine Gesichtskirmes. Fantastisch. Reini, ich glaube, egal was für ein Spargel das ist, völlig egal was es überhaupt ist, ich weiß es nicht, ob belgischer Spargel ein Codewort ist, was ich nicht kenne, aber Reini würde wahrscheinlich so ziemlich alles benutzen, um seine Prostata zu stimulieren, wenn er es irgendwie in die Hände bekommt. Hä? Was ist der belgische... Moment, ein belgischer Spargel? Was ist ein belgischer Spargel? Wahrscheinlich Spargel aus Belgien. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Außerdem, nein, das habe ich schon mal gesagt, ich werde mit Lebensmitteln sowas nicht machen, außer vielleicht bei einer Frau, wo ich dann das Ding auch noch esse näher. Aber nein, anal bei mir schon gleich gar nicht. Also sowas gibt es für mich nicht. No, nicht. Essen geht nur bei mir in eine Richtung. So, dann würde ich mal sagen, die nächste Frage. Das ist aber sehr ausgiebig. Das hat man dir damals schon angesehen und das wird ja immer, immer schlimmer. Frage kommt von Mr. T. Und zwar würde ich sagen, stehst du eher groß, also das würde jetzt auch von mir, die Frage ist, stehst du eher auf große oder eher auf kleine Penisse? Och, Leute, Alter, macht man immer so Frage mit. Reini, weniger Gesichtskirmes. Bitte weniger Gesichtskirmes. Du hast so ein komisches Format gemacht und dann wunderst du dich darüber, dass Leute solche Fragen stellen? Also, worauf er steht, weiß ich jetzt nicht, nur ich glaube, er hätte gerne einen etwas größeren. Macht er denn immer so Fragen mit, schließt auf große, schließt auf kleine Penisse, schließt auf große, schließt auf kleine Brüste? Ist doch völlig egal. Mir ist es egal, wie groß der Mann ist. Mir ist es egal. Ja, gut, das ist bei Reini ja auch so. Es ist völlig egal. Hauptsache, er ist da und er kommt zum Schuss oder würde mal zum Schuss kommen. Das ist für ihn natürlich das Wichtige. Ob das jetzt ein Mann, eine Frau, ein Waschbär mit Strapsen oder sonst irgendwas ist, meistens ist es halt nur die Freundin aus Denken. Egal wie groß die Brüste von der Frau sind, da ist auch eine Frage dabei, deswegen gehe ich auf die gleich mit ein. Es ist im Prinzip völlig egal, wie groß der Penis ist, es ist völlig egal, wie groß die Brüste sind, es ist völlig egal, wie klein die es ist völlig egal, wie klein der Penis ist und es ist auch völlig egal, wie klein die Brüste sind. In erster Linie geht es halt wirklich um den Spaß an der Sache. Und solange der Mann jetzt nicht zu klein ist, dass man ihn nicht spürt, ist es kein Problem. Was die Größe angeht, kann es auf Dauer ein Problem werden, speziell wenn Mann in Frau eindringt und Frau ist ja auch nicht so extrem tief. Von daher, also nicht jede Frau ist unterschiedlich tief. Nach der Geburt des ersten Kindes wird die Frau sowieso tiefer, aber das ist wieder eine andere Sache. Im Endeffekt geht es wirklich darum, wenn der Penis zu groß ist, ist das Eindringen in der Frau schwieriger. Genauso wie es auch anal auf die Dauer irgendwann ab einer gewissen Länge echt problematisch werden kann und unangenehm. Ja, Reini, da musst du dir ja zumindest bei deinem Pensi jetzt nicht so die Riesensorgen machen. Der versteckt sich ja gerne unter deiner, ja, sagen wir mal, unter dem Specklappen, auch Vorfotze genannt. Da wirst du so schnell nirgendwo gegenstoßen. Aber momentan ist es halt wirklich erst so, es geht im Moment erstmal gar nicht darum. Also die Penisgröße an sich ist egal. Genauso wie die Brustgröße egal ist. Ich persönlich bevorzuge ein bisschen größere Brüste, aber das hat für mich null zu sagen, weil es halt einfach eine Sache ist, die ich nicht beeinflussen kann. Wenn ich mich in die... Ja, stimmt. Das ist eine Sache, die du nicht beeinflussen kannst. Du bekommst einfach gar keine Brüste. Also, bis auf die eigenen natürlich, aber ich meine jetzt von der Frau. Wenn ich jemanden verliebe oder wenn ich mit jemandem Kontakt habe
Oder wenn ich einfach mit jemandem Sex haben will oder mit jemandem Sex habe und diese Person länger kenne, dann spielt es für mich keine Rolle, ob sie große Brüste hat, kleine Brüste hat, ob er einen großen oder einen kleinen Penis hat. Das ist dann völlig egal. Man kann genauso mit einem kleinen Penis Spaß haben wie mit einem großen Penis. Man kann genauso mit großen Brüsten wie mit kleinen Brüsten Spaß haben. Wovon redet er eigentlich die ganze Zeit? Er hat doch gar keine Ahnung davon. Das ist alles völlig egal im Endeffekt. Darum geht's gar nicht. Die nächste Frage kommt von Stabiler Afghaner. Er hat gefragt, hattest du schon einen Dreier mit Männern, also nur mit Männern, also einen teuflischen Dreier. Ich war schon in einer Gruppe. Ist ein Teufelsdreier nicht mit einer Frau und zwei Kerlen? Oder hast du dich jetzt in der Rolle der Frau gesehen dabei? Kann natürlich auch sein. Reini ist ja ein Zwitscher, keine Ahnung. Vielleicht auch manchmal beim Geschlecht. Zwischen 1 und wirklich 5 bis 6 Leuten, Männern, wo wir halt da auch ein bisschen unseren Spaß hatten, aber tatsächliche Penetration, was ich dann als Dreier tatsächlich sagen würde, quasi wirklich, ich bin in einem Mann, während ein Mann in mir ist und so weiter. So einen Dreier hatte ich bisher noch nicht. Kann sein, dass es irgendwann mal kommt, aber bis... Eher unwahrscheinlich, Reini. Selbst auf diesen komischen, perversen Plattformen ist es doch, glaube ich, eine Rarität, dass Leute auf sowas wie dich stehen. Bislang hatte ich das noch nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das anschnitze momentan. Also kurz gesagt, ich hatte noch keinen Dreier in dem Bezug, aber ich hatte schon Gruppensex mit Männern, ja. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Leider nein, sie ist frei erfunden. Punkt Felix, der... Was hat er denn für Gesichtsspastiken heute? Diese Gesichtskirmes dreht ja komplett durch. Anwalt, stimmt es, dass du auch auf Männer sexuelles Interesse hast? Liegt das an der Nervosität, weil er die ganze Zeit lügt, die sich diese Geschichten ausdenkt und Angst hat, überführt zu werden der Lüge? Dass er deswegen die ganze Zeit diese Gesichtsmimik hat, diese Extreme? Also, dass ich auch an Männern sexuelles Interesse habe? Ja, das stimmt. Unglaublich, aber es ist wahr. Die nächste Frage. Ja, wie schon gesagt, Rainer hat an allem sexuellen Interesse. Die Frage kommt von David und er hat gefragt, wie oft würdest du gerne pro Woche Sex haben? Das kommt darauf an, ob meine Freundin mitmachen würde. Es kommt darauf an... Die es nicht gibt, denn die Freundin aus Denken kann nicht mitmachen. Ob man die Zeit dafür hat, weil Sex ist für mich nicht einfach 5 Minuten drüber runter wegpasst. Ja, aus den Videos, die du auf Y-Meerschweinchen hochgeladen hast, wissen wir auch, dass es meistens um die 30 Sekunden geht. Sondern wirklich halt was wirklich mal eine Stunde bis anderthalb Stunden dauern kann. Nicht Reini, dafür müsste man eine gewisse Ausdauer haben, die du einfach überhaupt nicht hast. Wie willst du dich denn eine Stunde bewegen? Das ist doch völlig unrealistisch. Ich würde sagen, schau in den Spiegel. Ich bin mir nicht sicher, ob er zu dieser Zeit noch Spiegel im Haus hatte. Ich glaube ja, die hat er erst später in seinen Wutausbrüchen zerschlagen. Ich muss aber halt wirklich kann, also Sex ist schon irgendwas Ausgedehnteres für mich. Und ich möchte sowas einfach nicht. Also gut, nur nach 15 Zeug. Einmal täglich, vielleicht öfter, das kommt auch ganz drauf an. Man hat auch nicht jeden Tag Lust, das ist die nächste Sache. Und da muss man einfach mal ausprobieren, wie das halt ist. Also momentan schaut es halt wirklich so aus. Einmal täglich, vielleicht zweimal täglich. Es kommt halt ganz auf die Partnerin auch an. Weil die Partnerin, auf die gehe ich da genauso ein und vor allem. Sei doch einfach ehrlich. Sag doch einfach erstmal wenigstens mehr als null. Aber klar, für dich ist das natürlich alles Standard. Glauben wir dir sofort. Vor allem mir ist ja wichtiger, wie die Partnerin sich fühlt und nicht, wie ich mich fühle. Der Willen Lisa, die ist recht anspruchslos. Sie mag nur keine Spielchen mit scharfen Gegenständen, sonst ist alles für sie völlig in Ordnung. Hans hat gefragt, was ist der außergewöhnlichste Ort, an dem du Sex haben würdest oder an dem du schon Sex hattest? Ich hatte ja noch keinen Sex außerhalb von, also ungewöhnlichen Orten hatte ich noch keinen Sex. Aber was die Sache angeht, wo ich es gerne mal hätte, also außergewöhnlich, ob das ist, weiß ich nicht, in der Sauna mal, unter der Dusche, vielleicht auch unter einer mehreren Dusche mit Männern oder auch mit einer Frau oder mit mehreren Frauen, je nachdem. Ich dachte jetzt unter mehreren Duschen, damit die ganzen Ärsche halt auch nass werden und er nicht irgendwann anfängt zu frieren. Mit mehreren Personen, klar, Reini. Da mache ich mir keinen großen Kopf. Also momentan gibt es keinen außergewöhnlichen Ort, den ich hatte und es gibt eigentlich auch jetzt nichts, was ich jetzt sagen würde, außergewöhnlicher Ort, wo ich mal gerne hätte. Reini, weniger Gesichtskirmes und vielleicht mal ein bisschen mehr Wahrheit. Du hattest weder an einem gewöhnlichen noch an einem ungewöhnlichen Ort irgendwas.
Einzige, was du gemacht hast, ist dich selber stimulieren. Und da hast du ja erzählt, dass du das auf der Schultoilette schon gemacht hast, dass du es auf dem Weg nach Hause. Du hast erzählt, dass du irgendwo in der Baumschule gearbeitet hast. Und selbst da konntest du dich nicht konntest du das nicht zurückhalten und bist irgendwo in den Busch gerannt und hast dich da auch selbst befriedigt. Zumindest nichts Genaues, könnte ich jetzt nicht sagen. Grausamkeit hat gefragt, könntest du dir einen Sexurlaub in Thailand vorstellen? Wenn ja, würdest du Fans mitnehmen und auch Videos machen? Oder auch Videos machen? Ich würde Videos machen, wenn ich im Urlaub bin, ja. Auch für euch und alles. Ich würde einen Sexurlaub nicht machen, weil ich ja, wie ich schon gerade gesagt habe, nicht diesen 0815 Sex mag. Also so wirklich rein raus, tschüss, das gibt's für mich einfach nicht. Prostituierte. Ja, Reini, das wissen wir, für dich gibt's überhaupt keinen. Habe ich auch Erfahrung mit? Grundsätzlich nein. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit einer Prostituierten, dazu komme ich auch gleich in einer Frage nochmal genauer. Ich habe da grundsätzlich kein Interesse an sowas. Fans mitnehmen? Nein. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich hab kein Problem damit. Ihr könnt mich ansprechen, wenn ihr mich seht. Ihr könnt mich um Autogramme bitten. Ihr könnt mich gerne um Fotos bitten. Und alles. Kein Thema. Nie. Aber da hat Reini noch gar nicht begriffen, was Trollfragen sind, oder? Dass das nicht ernst gemeint war, dass derjenige Lust hätte, auf so einen Bumsurlaub nach Thailand mit Reini mitzukommen, dürfte doch wohl klar sein. Einem normal denkenden Wesen. Aber ja, daran scheitert es wahrscheinlich gerade. Kein Thema. Aber wenn ich in den Urlaub fliege, fliege ich alleine in den Urlaub. Wenn ihr mich im Urlaub trefft, okay. Aber wenn ich in den Urlaub selbst fliege, dann mache ich das mit Freunden oder... Reini, A, du fliegst nicht in den Urlaub. B, mit Freunden hast du es dir schon verscherzt. Da gibt es eigentlich keine mehr. Im Notfall auch alleine. Aber wirklich, jetzt erzähle ich hier irgendwie... Und ganz nebenbei, wo willst du denn im Flugzeug sitzen? Sollst du irgendwie bei den Koffern mit reingelegt werden? Es gibt ja auch Hunde und Katzen, die da in so einer Kiste, in so einer Transportbox mitfliegen. Da könntest du irgendwie auch mit rein, aber du passt doch nicht in einen normalen Sitz rein, in einen europäischen. Die rumeiern und dann sagen, ja, da und da, nee, gibt's einfach nicht. Null, niet, niemals, wird es nicht geben. Ich mag sowas nicht. Ich werde mit Fans nicht in den Urlaub fliegen. Ich werde gerne für euch Fotos machen, gerne mit euch Autogramme austauschen, also gerne für euch Autogramme machen und alles. Das ist kein Thema, niemals. Könnt ihr mich immer fragen, auch wenn ich mal nicht gut drauf bin, mache ich das trotzdem. Aber mit Fans in den Urlaub fliegen, es gibt ja irgendwo auch eine Privatgrenze, oder nicht? Das habe ich auch. Ja, die sollte eigentlich da aufhören, wo man private Sachen nicht mehr ins Internet stellen sollte, weil sie privat sind. Zum Beispiel, wenn man im Pool liegt und sich stimuliert oder wenn man in der Dusche ist und versucht, diese zu entglasen mit einem riesigen Saugnapf an einem schwarzen Objekt. Ja, das sollte man gegebenenfalls nicht ins Internet stellen, weil es privat ist. Ich habe schon 100-mal gesagt, es gibt eine bestimmte Grenze, das ist mein Privatleben und das ist mein YouTube-Leben. Und Reini, diese Grenze existiert nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß, nur 2%, aber sehr große 2%. Über alles. Ich spreche über alles. Wir können auch gerne mal über alles reden. Wir können gerne Fan-Treffens machen. Das ist nie ein Thema, wenn ich die Zeit dafür habe. Aber... Wenn er die Zeit dafür hat, denn er ist ein hart arbeitender Mensch. Das wissen wir alle. Und neben der Arbeit muss er noch den Hof in Ordnung halten, das Haus aufräumen. Klar. Reini, wer soll dir diesen Quatsch glauben? Tatsächlich... Mit Freunden, mit Fans in den Urlaub fliegen, das geht für mich gar nicht. Das ist einfach eine Schwelle, eine Grenze, die ich einfach nicht überschreite. Genauso, wenn ich mich mit Fans jemals ins Bett steigen würde. Das ist genau das Gleiche. Reini, du hast versucht, alles irgendwie ins Bett zu kriegen. Völlig egal, ob Fan oder nicht. So, gibt es einen mehrere Follower auf Twitter, den die du rein optisch scharf findest? Weiblich oder männlich? Herr Schlüssel 1510. Das ist das Problem, kann man nicht sagen, denn man weiß nicht, ist es wirklich ein Mann, ist es wirklich eine Frau, schaut es denn wirklich so aus wie auch auf dem Bild? Weiß man nicht. Es gibt momentan schon ein paar Leute, die mir auch auf Twitter oder anderswo folgen, mit denen ich auch in Kontakt stehe mittlerweile, für die ich auch was übrig habe, aber... Ach, schau mal an, die ersten Bärchen. Irgendwie jetzt so optisch einfach so anschauen und sagen, ja, geil oder nein, geil, sowas gibt es für mich auch nicht. Wie gesagt, ich bin da vielleicht wirklich ein bisschen zu prüde, aber das ist einfach... Bitte, was bist du? Reini ist ein bisschen zu prüde? Also,
Ich bringe dich ja mit allem in Verbindung, aber mit Sicherheit nicht mit Prüde sein. Was für ein Quatsch, dass man sich auf so ein kleines Bildchen daneben nichts vorstellen kann, was denn für eine Person dahinter ist ja wohl klar. Aber Schwede, die mir einfach, das ist einfach ein Punkt, Ende der Geschichte. So, Professor Chaos hat gefragt, und das ist für den ersten Teil die letzte Frage, ich werde gleich noch zwei da machen, also ich werde gleich noch eine Folge aufnehmen, das mache ich direkt im Anschluss, dieses Mal endlich mal wirklich. So, Professor Chaos hat gefragt, hast du schon mal eine Prostituierte bzw. solche Dienstleistungen, also ein Bordell besucht bzw. solche Dienstleistungen in Anspruch genommen? Ein Bordell besucht habe ich noch nicht, aber diese Dienstleistungen habe ich ja schon mal angedeutet gerade. Ja, ich habe schon mal mit einer Prostituierten geschlafen, wobei man das nicht wirklich Schlafen nennen kann, weil ich im Prinzip nur halbsteif wurde und ich konnte es tatsächlich nicht machen. Ich konnte nicht hart werden und ich konnte nicht in sie eindringen. Weil ich das einfach nicht kann. Ihr könnt mich gerne für einen Vollidioten halten, für einen Gut, aber es hat nichts mit dieser Geschichte jetzt zu tun. Dass deine Männlichkeit halt so ein bisschen vor sich hinschrumpelt. Das mit dem Vollidioten passiert so ganz nebenbei quasi. Schlappschwanz, ist mir alles furzegal. Es interessiert mich auch null. Ich rede da auch offen drüber, weil das für mich einfach ein Punkt ist, der mir zusätzlich wieder mal beweist, ich bin kein Mann, der 0815-Sex mag und will. Reini, du bist überhaupt kein Mann. Du bist irgend so eine komische Indianer-Elfe, die schon drauf verzichtet hat, jemals ein Mensch zu sein. Und ein Mann, da kommst du halt wirklich nicht ran. Du bist vielleicht ein Männchen, ein Männlein. Das ist einfach eine Grenze. Ich will nicht auf die Zeit schauen müssen, wenn ich Sex habe. Ich will nicht irgendwie hergehen und mich konzentrieren müssen. Jetzt muss es sein. Ich will auch nicht irgendwie jetzt oder sagen, ja, muss jetzt vorhin. Sowas gibt es einfach null für mich. Niet. Sowas ist einfach nicht vorhanden für mich. Und das ist auch wieder mal diese Grenze gewesen. Also ja, ich hatte schon mit einer Prostituierten Sex, aber es hat für mich nichts gebracht, weil es wirklicher Sex war, ist nicht. Ich bin nicht zum Orgasmus gekommen, weil ich nicht mal hart genug wurde, um groß rumzuwichsen. Selbst das geniert. Ja, Reini, und wir wissen ja auch, dass du später eine große Sammlung blauer Pillen hattest, weil bei dir generell anscheinend nicht mehr so viel geht. Das hast du dir anscheinend völlig kaputt gespielt. Vielleicht liegt es auch an deinem Lebensstil, dass deine Hormone halt so wenig auf die Kette kriegen, dass da unten halt gar nichts mehr funktioniert. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffe, ihr konntet mal ein bisschen lachen. Lachen, sagen wir mal, es ist irgendwie verstörend unterhaltend. Seid auch in Zukunft ein bisschen offener mit dem ganzen Thema und vor allem Kinder, das wird auch in der nächsten Folge ein heikles Thema sein. Bitte. Bitte was? Ich glaube, wir hatten Folge 4 schon. Da kam zum Glück nichts über Kinder. Aber das wird ja später mal öfters Thema werden und das wird jedes Mal gefühlt unangenehmer. Sorgt dafür. Verhütung ist unglaublich wichtig. Ach so, darum geht's. Okay, in diesem Fall, ja, Verhütung ist wichtig, Schutz vor Geschlechtskrankheiten, natürlich. Ich dachte, es geht um das andere, und zwar das mit Kindern. Ich rede mit euren Arzt oder mit euren Eltern über die Verhütung oder auch über das Thema Sex. Es ist unangenehm, ich weiß das, aber ihr müsst da auch einen Punkt überschreiten, um wirklich auch sicher zu sein. Verhütet, benutzt Kondome und macht alles, damit ihr nicht krank werdet, ja? Das möchte ich echt. Reini ist auch immer davon ausgegangen, dass seine Zuschauer nicht älter als 12 Jahre alt sind. Er erzählt halt über irgendwelche Sexgeschichten. Er hat ja selbst Werbung für seinen komischen Schmuddel-Account auf YouTube gemacht. Und im nächsten Moment, ja, fragt eure Eltern, sprecht mit euren Eltern. Fragt erst eure Eltern, ob ihr ein scharfes Messer benutzen könnt. Also, das ist ja auch was, also geradlinig ist das bei ihm überhaupt nicht. Ich möchte echt nicht, dass es hinterher heißt, ja, der hat gesagt, also Verhütung ist unglaublich wichtig und redet mit eurem Arzt, euren Eltern drüber, wenn ihr damit noch keine Erfahrung habt. Das ist echt unglaublich wichtig. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Matt, Leute. Matt Love, Reini. Ja, Reini, um Kinder müssen wir und du dir auch keine Gedanken machen. Es wäre eine Horrorvorstellung, wenn ich mir überlege, Rainer würde Kinder kriegen. Und ich weiß gar nicht, was ich schlimmer empfinden würde. Diesen Genpool, der dann weiter verbreitet wird, oder einfach, dass Rainer ein Kind in der Nähe hätte und dieses auch noch erziehen
dürfte, müsste, das wird, glaube ich, eine Katastrophe geben. Er kommt ja nicht mehr mit seinem eigenen Leben klar. Gut, aber das Thema, das wird zum Glück nie vorkommen. Man muss sich darum zumindest keine Sorgen machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heute mit dem dritten Teil von Lustlord. Ich weiß, es war nicht ganz chronologisch. Schmeißt gerne ein Abo raus, wenn ihr Bock auf weitere Videos habt. Schreibt auch gerne einen Kommentar, ich lese sie alle. Und falls ihr es schon vergessen habt, bei wem ihr eigentlich seid. Du heißt erst Rüdiger, heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger.